Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur 11. Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung, heute zum Thema Transfeindlichkeit. Doch zunächst ein Rückblick auf die 10. Sitzung, in der es um Sexismus ging. Dazu hatten Sie sich ja auch mit den Werbeanzeigen beschäftigt. Wir können zunächst mal Sexismus als eine Form der Diskriminierung natürlich bestimmen, und zwar eine solche, die auf der legitimierenden Basis von Geschlechterstereotypen funktioniert. Es wird also auf vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern hingewiesen. Daraus werden stereotype Rollenbilder gemacht und die werden zur Legitimierung herangezogen, warum Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden dürfen und sollen. Wichtig ist hier, dass diese natürlichen Unterschiede dann eben auch weitergehende Eigenschaften, wie zum Beispiel Charaktereigenschaften oder Handlungsdispositionen und so weiter, angeblich begründen. Wir hatten gesehen, dass es wie bei vielen Diskriminierungsformen eine spezifisch moderne Form des Sexismus gibt, die auch in Reaktion sich bewegt auf Gleichstellungsaktivitäten und so weiter, wo also Sexismus sich so äußert, dass eine übertriebene Gleichstellung oder eine angebliche Rückstufung von Männern und so weiter angeprangert wird. Auch ein ambivalenter Sexismus, der in einer Verquickung besteht von benevolenten und auch hostilen Einstellungen gegenüber Frauen. Und wir hatten dann gesehen, dass gerade in der Werbung wir sowas beobachten können. Werbungen können wir beschreiben als Produktionsstätten von Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen sind. Sind hier in Anführungsstrichen aber ebenso vermeintlich typisch männliche und weibliche Eigenschaften werden eben überspitzt dargestellt, um das für persuasive Zwecke zu nutzen. Und eben dazu hatten sie sich an ihren Gruppen Gedanken gemacht. Das ganz kurz zum Stoff der letzten Sitzung, und jetzt wollen wir uns ja heute mit Transfeindlichkeit beschäftigen. Dazu haben wir dieses tolle Buch von Felicia Ebert gelesen in Auszügen. Ich möchte hier einmal Margarete Stokowski zitieren, die das Buch ebenfalls in ihrer Tweet-Reihe über empfehlenswerte Bücher mal angepriesen hat. Lest dieses Buch. Es geht um alltägliche, absichtliche, unabsichtliche Anfeindungen gegen Menschen, vor allem Frauen, die trans sind, um rechtliche Probleme, Body Positivity und vermeintliche Überempfindlichkeit. Hier ist also im Kern mal zusammengefasst, worum es in dem Buch geht. Einige wenige Stellen der sehr reichhaltigen ersten Kapitel möchte ich hier nochmals aufgreifen. Zunächst mal die Definition, worum es geht. Transfeindlichkeit bezeichnet zunächst einmal die vielschichtigen Formen des Ausschlusses von der Gewalt gegenüber und auch des Einstufens als Fehler oder Abweichung von Transpersonen. Und vor allem der letzte Punkt, der scheint mir besonders relevant zu sein, denn das ist so omnipräsent in dem Bild, was von Transpersonen gezeichnet wird, auf allen möglichen Ebenen, dass es wirklich bedenkenswert ist und bedenklich ist. Ja? Und ein ganz wichtiger Begriff in dem Buch ist der des Cis-Sexismus. Zunächst mal Cis als das Gegenstück zu Trans. Normalerweise gilt ja die Zweigeschlechtlichkeit als so normal, dass sie gar nicht erst benannt werden muss. Und trans demgegenüber als die Abweichung, aber cis soll eben genau diese Normalität eben doch mal als eine ebenfalls gesetzte und produzierte Normalität sichtbar machen. Und aus dieser cis-Perspektive erscheinen dann Transpersonen als Abweichung vom gesetzten Normalzustand, und das Ganze lässt sich als Othering-Prozess beschreiben. Den Begriff des Othering haben wir ja schon in der Diskussion um Rassismus kennengelernt. Und das Interessante ist nun, dass wir gerade aus so einer Transperspektive vor Augen geführt bekommen, wie die Kategorie Geschlecht funktioniert, wie die Ordnungskategorie Geschlecht funktioniert. Felicia Ebert schreibt, dass Geschlecht kaum etwas mit Selbstbestimmung zu tun hat, sondern stets mit der Begutachtung von Körpern und einer geschlechtlichen Zuweisung durch Dritte verknüpft wurde und wird. Wenn wir geboren werden, dann kommt die Hebamme und stellt fest, oder der Arzt kommt und stellt fest, männlich oder weiblich, das wird entsprechend eingetragen. Dass uns das Ganze nicht weiter auffällt und auch nicht problematisch erscheint, liegt eben
oder ich spreche mal von mir, aus meiner Cis-Perspektive eben nur daran, dass ich damit die große, große Mehrheit bin, ja, und sozusagen unerkannt mitschwimme, aber Transpersonen ecken eben genau hier auf eine Art an und können sich hier nicht so recht einfügen, ja, und diese Begutachtung von Körpern, dass hier eine bestimmte Fremdzuweisung passiert, das wird eben dann deutlich, wenn die Selbstwahrnehmung, die eigene Identität überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was da von außen herangetragen wird. Und interessant ist eben nun, ich wiederhole es nochmal, Zweigeschlechtlichkeit gilt als Normalzustand und so wie wir schon gesehen hatten, dass auch die Geschlechtlichkeit überhaupt von medizinischen Diskursen abhängt, hängt dann auch die Transgeschlechtlichkeit von medizinischen Diskursen dahingehend ab, dass Transgeschlechtlichkeit eben als Diagnose gilt. Ja? Und Personen werden diagnosebedürftig gemacht. Man schreibt ihnen psychischen Leidensdruck zu, dem es zu begegnen gilt mit heilenden Maßnahmen und so weiter und so fort. Und so sie stehen eben Transpersonen ständig unter so einem Diagnosedruck, der ganz unabhängig davon, ob sie tatsächlich selber diese geschlechtliche Dysphorie erfahren oder nicht, ihnen diese Diagnosebedürftigkeit aufoktroyiert. Ja, das ist der Gedanke dahinter. Und interessant ist nun auch, dass so ein Terminus Geschlecht wie Geschlechtsumwandlung, mit dem wir ganz unbedarft aus einer Cis-Perspektive operieren, von Felisa Ewert, gerade als ein cis-normativer Versuch gewertet wird, Transgender eben doch wieder biologisierend zu definieren, ja? Indem dann eben doch wieder körperliche Geschlechtsmerkmale den entscheidenden Anker dafür bilden, was eigentlich Geschlecht ist, ganz unabhängig davon, dass man Transpersonen sozusagen eine Operation nahelegt, damit sie wirklich trans sein können und so weiter. Überhaupt mal die Idee, dass nach wie vor körperliche Merkmale so zentral gesetzt werden, dass daran erst wirklich festgemacht werden kann, ob wirklich dieses oder jene Geschlecht vorliegt. Ja? Und das ist etwas, was aus einer Transperspektive als ein sehr cis-normativer Versuch erscheint. Und interessant nun auch, wenn man sich mediale Darstellungen von Transgender anschaut. Ja? Das gibt ja in den letzten Jahren immer mal wieder. Auch im Boulevard verschiedene Dokumentationen über Transgender. Und da fallen dann typischerweise so Formulierungen wie geboren als Junge und er fühlt sich als Frau. Und Felisa Eberts These ist, dass so nett das gemeint ist, ja, und so sehr das auch auf manche Transpersonen zutreffen mag, die sich selber solche Beschreibungen geben, dass eben letztlich sich doch in diese cis-normativen Diskurse einfügt, weil die eigentliche Geschlechterordnung, dass es zwei Geschlechter gibt, die vor allem an körperlichen Merkmalen festgemacht werden, dadurch eben doch bestätigt werden. Das heißt, das eigentliche Geschlecht ist das biologische und alles andere ist maximal etwas von einem Gefühl oder einer Selbstwahrnehmung und so weiter, aber kein eigentliches Geschlecht, und das kommt nach Felisa Ewert zum Tragen in solchen Formulierungen wie geboren als Junge. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich unter diesem Link hier mal dieses kurze Video anschauen, was ziemlich genau zeigt, wie solche medialen Darstellungen funktionieren. Wie gesagt, es geht nicht darum, den Beitrag anzuprangern, sondern sich nur mal klarzumachen, wie die Wahrnehmung von Transgender eben cisnormativ geframed wird. Und das kann man in diesem Beitrag sehr schön sehen. Schauen Sie sich's an, sprechen Sie darüber in Ihren Gruppen und wir besprechen das im Plenum. Ich danke Ihnen. Tschüss.